Ja, wir stehen jetzt hier am neuen Gerätehaus der Gemeinde Waddersloh an der Boschstraße 1. Wir sind vor einiger Zeit im April hier eingezogen und haben langsam das Gebäude kennengelernt. Und wir würden euch gerne einmal das Gebäude von innen zeigen, sodass ihr vom Tag der offenen Tür noch einen kleinen Einblick bekommt, wie es darin aussieht. Ja, wir befinden uns jetzt im Inneren des Gebäudes, des neuen Feuerwehrgerätehauses. Nach 60 Jahren sind wir in einen neuen Standort umgezogen, am 21. April. Und das ist nicht nur das Gerätehaus des Löschzuges Waddersloh, sondern der Gesamtwehr. Das heißt, für die Gesamtwehr haben wir mehrere Räumlichkeiten, die halt eben durch alle Feuerwehrkollegen oder Kameraden genutzt werden kann. Da ist zum einen zu nennen der Stabsraum und der Funkraum zum Beispiel. Des Weiteren haben wir eine Abschutzwerkstatt mit einem Füllkompressor, der halt eben durch alle Löschzüge genutzt wird. Die Wäscherei wird zusätzlich durch alle genutzt, als auch die Waschhalle kann von allen Löschzügen genutzt werden, sodass wir nicht an jedem Standort selbst halt eben diese Sachen einzeln vorhalten müssen. Was macht dieses Gebäude aus? Wir haben 7 Stellplätze für unsere Löschfahrzeuge. Im Gegensatz zu dem anderen Gerätehaus haben wir jetzt einen bedeutend größeren Schulungsraum. Hier haben wir Platz für gut 100 Leute. Hier halten wir unsere Übungsabenden ab. Hier wird der Grundlehrgang, der alle 2 Jahre stattfindet, zum Beispiel abgehalten. Hier haben wir moderne Technik, die wir jetzt nutzen können. Und damit wir auch alle in diesen Lehrgängen zum Beispiel verpflegen können, hat man sich Gedanken dazu gemacht und hat eine großräumige Küche angeschafft, sodass wir dann halt eben dann, wie gesagt, bei Lehrgängen und dergleichen unsere Kameraden und die Lehrgangsteilnehmer oder öffentliche Sitzungen, wenn wir die hier haben, die Kameraden verpflegen können. Wir befinden uns hier gerade in der Umkleide für die Frauen. Das ist der erste Anlaufpunkt im Einsatzfall für uns. Wir haben hier 15 Spinde und die sind gerade belegt durch 5 aktive KameradInnen und 3 Mädels aus der Jugendfeuerwehr. Im Anschluss haben wir hier noch Duschen und Toiletten. Und wir sind jetzt einfach hier ein bisschen abgeschottet, nicht mehr direkt in der Fahrzeughalle, wie es im alten Gerätehaus war. Und wir haben jetzt hier unsere eigene Umkleide. Und ja, hier ist auf jeden Fall noch ganz viel Platz für weitere begeisterte Frauen, die gerne in die Feuerwehr kommen möchten. Ja, hier sind wir in dem Stabsraum der Feuerwehr Waddersloh, in dem Gerätehaus der Feuerwehr Waddersloh. Hier tagt bei größeren Einsatzlagen, sprich bei Unwetterlagen oder bei Flächenlagen, die örtliche Einsatzleitung. Die befindet sich dann nicht mehr direkt an der Einsatzstelle, sondern wird quasi von hier oben gestellt, besetzt. Demnach ist der Raum auch ausgestattet worden. Hier sind verschiedene Sachbereiche untergebracht, sprich der Einsatzleiter, Pressearbeit, Verpflegung, einer, der sich um Personal kümmert. Und von hier aus wird die Einsatzstelle oder der Einsatz geleitet. Den Einsatzleiter an sich gibt es an der Einsatzstelle nicht mehr. Der sitzt, wie gesagt, hier. Alle Entscheidungen werden in dem Stab, so heißt der Raum, also heißt der das Konstrukt, hier entschieden und gehen dann dementsprechend per Funk an die Einsatzstelle raus. Und dort werden die Entscheidungen halt umgesetzt und der Einsatz geleitet, sprich beendet. Das Pendant dazu ist der Funkraum, der in diesem Gerätehaus auch neu dazugekommen ist. Dort gehen wir jetzt einmal kurz rein. Hier ist in Zusammenarbeit mit dem Stab Funkzentrale. Hier sitzen dann 3 Funker an ihren jeweiligen Arbeitsplätzen mit jeweils einem Funkgerät, Bildschirm für Medienarbeit, für Einsatzstellendokumentation. Im Endeffekt gehen hier die Funksprüche rein. Dort werden sie auf Papier gebracht, in den Stab gegeben. Dort werden Entscheidungen dazu getroffen und im Atemzug zurück gehen die Entscheidungen wieder in den Funkraum und von dort aus zur Einsatzstelle.
Für mich bedeutet das neue Gerätehaus viele neue Möglichkeiten durch die Vielzahl der Räume, die wir hier haben und die Größe. 60 Jahre lang konnte das alte Gerätehaus seine Geschichte schreiben. Und ja, nun liegt es an uns, den Kameraden des Richters, war das so, in dieses neue Gebäude auch wieder die Geschichte weiter fortzuführen. Ich freue mich über die vielen neuen technischen Möglichkeiten, die wir haben. Und ihr habt jetzt einen kleinen Einblick in unser neues Gerätehaus bekommen. Und ich darf euch alle recht herzlich einladen, am 1.9. zum Tag der offenen Tür ab 11 Uhr hier an der Boschstraße am neuen Feuerwehrgerätehaus.